Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt und zwar zu Brigado Up Armored Edition, wie wir hier schön sehen können. Und zwar einem Mech-Game. Ich mag ja ganz gerne Mechas oder auch Mecha-Animes, wie zum Beispiel Code Geass oder die üblichen, die man so kennt, auf jeden Fall. Und deswegen habe ich mir gedacht, so ein Spiel passt ganz gut auf jeden Fall. Und deswegen schauen wir mal rein, beziehungsweise die Mission kriegen wir vielleicht auch durch. In den paar Parts. Ja, ich würde sagen, wir fangen von ganz vorne an. Ich habe schon mal ein paar angespielt und wir machen trotzdem mal von hier vorne weiter. Awake on Foreign Shores. Vertrag. Entfernung einer Zielperson. Opposition. Loyalisten. Leicht. Warnung. Ihr Rechtsstatus als Bürger Solonombris wird bei Abschluss Ihres ersten Vertrages unwiderruflich aufgehoben. Bei weiteren Fragen erwerben Sie bitte eine Ausgabe der Geschäftsbedingungen und des FAQ. Der Solonombre-Konzern im folgenden SNK hat erfahren, dass Ramiro Castello, ein Heereskommandant in Zivil, die Flucht versucht. Der SNK hat ihn mit Hilfe der Bezirkstorsteuerung auf der Autobahn abgeschnitten. Nehmen Bewerbung jedes aktiven Mitzeitarbeiters im folgenden Brigador. Ja, also ich weiß nicht, ob das Deutsch, das wird jetzt hier nicht hundertprozentig korrekt sein. Ich habe es einfach mal auf Deutsch gestellt, weil wieso nicht? Und ja, wir werden es dann sehen. Ja, wir nehmen den auf jeden Fall. Wir fahren hier mit dem Tauro. Pyrrhus Taurus mit einer 105mm Abtkanone, einem 12,7mm Mehr Deuce Maschinengewehr und defensiven Rauchwerfer ausgerüstet. Diese Konfiguration ist zäh, vielseitig und auf jede Entfernung effektiv. Guter Schaden rundum. Alles klar. Dann würde ich nochmal sagen, gehen wir in den Einsatz. Zack, und da sind wir. Man könnte sagen, so isometrisch, pixelig. Anführer ist tot. Alles klar. Alles klar, Solonombre muss fallen, ja. Wir ein bisschen ballern auf jeden Fall auf unsere auf die Zivilisten hier. Und die, ich weiß gar nicht, wieso die hier so wild rumlaufen. Die werden eh sterben. Komm, alle weg. Kann ich sie auch töten? Ja, ich kann sie töten. So, komm, alle einmal. Jeder kommt einmal ran. Sehr schön. Ja, ja. Hier, ihr auch. So. Die Munition haben wir noch. Wir haben noch genug Schuss. Ja, ja. Und da ist die Zielperson auch schon erledigt. Ich würde sagen, wir machen jetzt. Wir lassen uns hier gar, halten uns gar nicht weiter mit den Zivilisten hier auf. Sondern rücken weiter vor. Wir haben jetzt hier die Zielperson ausgeschaltet. Und da haben wir auch schon Errungenschaft erhalten. Auch nicht schlecht. Ja, zivile Opfer 26.000, bla bla bla. Wir haben 1,2 Millionen erhalten. Irgendwie sowas oder so. Und ja, weiter geht's. Vor vielen Jahren übernahm die paramilitärische Gruppierung Novo Exirto de Povo die Macht in Solonombre, die Hauptstadt von Novo Solo, unsere Kolonie. Friedliche Verhandlungen mit dem Leiter der NEP, einem nur als Anführer bekannten Tyrannen, schlugen fehl. Alles klar. Dann gehen wir mal weiter zu Beginners Falafel. Opposition Loyalisten leicht. Clotilde Alto, ihr Ruf eilt ihnen voraus. Der SNK hat viele ihrer Verehrer in seinen Reihen. Die Lage auf dem Boden in Solonombre erfordert ein paar Erläuterungen. Folgen Sie bitte Ihren Missionsanweisungen. Wir entschuldigen uns, dass Sie die Basis ohne Munition verlassen mussten. Die Wartungstechniker werden in Ihrer Nähe unruhig. Aber bitte, machen Sie sich mit Ihrem Zöllig in einem leicht bewachten Teil des Bezirks Letterat vertraut. Zöllig? Ach so, so heißt das Dings auf Deutsch offensichtlich. Oder keine Ahnung, auch in allen Sprachen, was weiß ich. Altos Zöllig ist mit zwei 14mm Banshee Chain Guns und defensivem Rauchwerfer ausgerüstet. Diese Konfiguration ist auf große Distanz und für konzentriertes Feuer auf Einzelziele hervorragend. Sehr gut gegen Rumpf und Schilde, mäßig gegen Deckung. Alles klar. Würde ich sagen, ziehen wir in den Kampf. Und rein. Nutze WSD und Maus zum Zielen. Ja, das haben wir schon herausgefunden. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall ein sehr gutes Maschinengewehr. Diese Quadrate zeigen Hilfstexte an. Ja, 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 das wissen wir. Das hätten wir auch fast irgendwie erwartet, würde ich sagen. Leertaste um zum Stampfen. Bam. Sehr gut. Weg mit euch. So, und er zum Munition aufheben, die nehmen wir direkt mit, würde ich sagen. Linke und rechte Maustaste zum Abfeuern der Waffen. Einmal durch die Häuser durchflügen, so muss das sein.
zack. Und die Panzer werden einfach eliminiert. Aua, ich glaube, wir haben gerade einen Schuss abbekommen. Aber das macht gar nichts. Wir rasieren hier einfach mal durch. Können wir auch die Bäume fällen? Ja, wir können auch die Bäume fällen, offensichtlich. Und da rennen die Leute schon panisch weg. Während die Panzer auf uns schießen, aber auch versagen, auf jeden Fall. Und dann noch einmal alle Autos mitnehmen hier. Und nochmal über alles drüber heizen. Sehr gut. Und natürlich die Stampfattacke nicht vergessen. Leertaste. Sehr gut. Und nochmal kommen, wir wollen alles wegmachen. Und dann können wir auch direkt weitergehen. Beginners Falafel. Ja, genau. 1,1 Million wieder Dollar erhalten. Das sieht doch nicht schlecht aus. Sorry. So, die zweite Mission, Think It Over. Entfernung der Opposition. Ja, ja, das hatten wir jetzt die ganze Zeit schon. Gute Arbeit, Frau Aalto. Wer eine, wen hatten wir hier oben eigentlich? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall den Turo hatten wir hier oben. Egal, okay. Aber wir sind jetzt hier wieder bei der... gute Arbeit, Frau Aalto. Wäre eine weitere solche Glanzleistung für Ihren nächsten Vertrag zu viel verlangt? Es gibt Anfrage von oben nach einer Videoübertragung von Clotilde Aalto am Werk. Ihr Auftrag ist die Säuberung der benachbarten Industriezone von loyalen Panzern. Gute Jagd. Was? Egal. Okay. Alt, ja, gut. Dann hatten wir schon den Zöllig. Den Zöllig. Alles klar. Den Zöllig, ey. Auf geht's. Vergiss nicht, deine Fahrzeugfähigkeiten und Spezialausrüstung einzusetzen. Anders als deine Waffen haben sie keine Munitionsbegrenzung. Ja, Smoke haben wir noch gar nicht benutzt, aber ich weiß auch gar nicht, welche Taste das ist. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch gesagt. Ziele mit den Schusslinien deines Fahrzeugs, ja. Oh, hoppala. Achso, wir können hier stampfen einfach wieder. Vams. Die blauen Schusslinien ist deine... Die blaue Schusslinien ist deine Primärwaffe, okay. Komm, einmal rüber. Oh, die kämpft uns hier sogar. Jetzt wird's frech. Einmal durchrasiert, durch die... So, ja, komm, wir können noch was rumballern. Ja, 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 wir haben ja genug Munition auf jeden Fall vorhanden. Hallo, darf hier durch? Komm, weg. Hallo, komm, einmal durch, danke. Als ob wir hier einmal außen rumlaufen. Ich glaube, es geht los. So, die rote Schuss... Ja, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, komm, einmal durch. Es geht weiter voran. Deine Waffen trennen... verdammt, was denn? Ja, Schusslinien schneiden. Ehrlich. Das hört sich eigentlich... ziemlich normal an. Liegt da aus dem Weg? So. Achte beim Ziehen auf deine Deckung, auf die Deckungshöhe. Ja, ja, das hätte ich jetzt nicht erwartet. So, einmal die wieder hier, die Techniker oder was weiß ich, was es sind. Und das einmal hier drüber rasieren. Keine Chance, den Gegner lassen. Und einfach mittendrin. Leertaste zum Stampfen. Munition mit R aufnehmen. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist ja das Übliche. Wir haben hier, glaube ich, noch irgendwas bekommen. Ich weiß nicht was, aber egal. Einfach wieder hier durch und dann noch den einen Zivilisten wegmachen. Und komm. Weg. So, was haben wir hier? Halte ihr, um die Beine zum Zeiger zu drehen. Ah, okay. Oh, was haben wir denn da? Niemanden, offensichtlich. So. Einmal hier durch, bitte. Zack, komm, lass mich durch. Oh, hier haben wir noch einen Zivilisten. So, weg. Was haben wir hier? Bist du um die Barrikaden gelaufen, statt sie zu zerstampfen? Nein, bin ich nicht. So, Brigados gehen durch Wände. Durchbruch ist wichtig. So sehe ich das auch. Durchbruch ist immer wichtig. Guter Durchbruch. Stampfe durch die Häuser, um die Panzer von hinten zu treffen. Bams. Wo ist denn der Panzer? Ach so, da. Einfach mal einmal durchrasieren hier. Aber als ob der Panzer das nicht merken würde, wenn ich von hinten kommen würde. Ich meine, naja, er ist auf jeden Fall trotzdem tot. Er wäre auch von vorne gestorben, bin ich mir ziemlich sicher. Folge dem Symbol der grünen Tür am rechten Bildschirmrand zum Ausgang. Alles klar. Wird gebongt. Zack, weg. So, wir können einfach... einmal durchgehen, ja, schießen sie einfach hier durch, ist ganz easy. Wir haben so viel Munition. 1 Million wieder. 1 Million. So. Ja, 100%. Okay. Und die dritte Mission, The Dutch Fist.
Was eine Show, Clotilde. Sie beeindrucken nicht nur mit dem Mech, mit dem Mech, sondern auch mit dem Messer an der Kehle des Feindes. Der SNK wird diese Einsätze für die Nachwelt erhalten. Bitte fahren Sie mit der Loyalistenentfernung im nächsten Abschnitt von Literat fort. Ja, mit dem Zeudeck natürlich wieder. Und explodierte Pipelines und Gebäude können Nutzen und Gefahr bringen. Versuche Feinde der Sprengzone zu erwischen und das Gegenteil zu vermeiden. Anders als Waffengeräusche, die Feinde direkt auf deine Position leiten, untersuchen Feinde erst die zerstörte Umgebung und suchen dann nach Brigadors. Alles klar. Okay, das geht also auch. Steuerung drücken, um die Kamera zu zentrieren. Knien verringert genommenen Schaden. Umschalt zum Knie. Okay, alles klar. Was haben wir hier? Im Knie nutze die Maus, um auf die Panzer am Ende der Straße zu feuern. So. Zack. Und die können uns also nicht erreichen und wir schon. Das ist natürlich bitter für die. So, alle tot, alle eliminiert. Alle Feinde eliminiert und wir können weiter. Da hinten sehe ich schon mal wieder einen Zivilisten, den wir direkt mal wieder abknallen. Nehmen die Munition natürlich direkt mit. Oh, wir haben hier... Uiuiui, der hätte fast uns gerade getroffen. Ja, wir ballern einfach mal, halt einfach mal ordentlich darauf hin. Ja, ja, ich fahre die Haptikkamera doch ausgefahren. Hallo. Sehr gut. Nerv mich nicht. So, und wieder hier ein paar Leute wegknallen. Mal eben das Haus wegmachen natürlich. Gefällt mir nicht. So, was haben wir hier? Hier wird noch ein bisschen die Zerstörung noch machen natürlich. Das muss immer sein. Einmal durch. So, perfekt. Dann können wir uns auch einfach hier durchschießen. So, einmal durch. Vergiss nicht, mit Steuerung die Kamera umzuschalten. Ja, ich hab's gemerkt. Danke für den Hinweis. Den dreimal in diesem kleinen Level hier. Eine Million wieder. In der holländischen Faust. Oder so. A4, turn it out. Prächtig. Ich hoffe, wir langweilen Sie nicht, Clotilde. Es war uns ein wahres Vergnügen. Dies sollte unser letzter Vertrag sein, in dem wir Ihnen bei der wundervollen Arbeit über die Schulter sehen. Übrigens, L. Whiteson hier. Ich werde nach Ihrem nächsten Vertragsabschluss Ausschau halten. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal direkt weiter. Oh, was haben wir denn hier? Einfach rüberlaufen, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Halte die mittlere Maustaste gedrückt und lasse los, um die Panzer einzunehmen. Dann stampf oder schieße sie kaputt. Alles klar. Dann würde ich doch mal sagen, machen wir doch einfach mal hier Nebelangriff. Oh. Und schießen sie jetzt kaputt. Aua, aber schießt ja trotzdem auf mich. Das finde ich ein bisschen frech. Aber wir können sie auf jeden Fall trotzdem relativ safe auch kaputt machen, ohne diese Nebelgranaten hier. Wir nehmen natürlich die Munition wieder mit, auch wenn wir sie nicht brauchen, aber man weiß ja nie. Symbol oben links, Rauch zeigt Abklingzeit zum nächsten Raucheinsatz an. Eine Sekunde. Alles klar. Alle Spezialwaffen haben nur eine Abklingzeit, keine Munition. Ja, das haben wir schon im Hauptmenü gesehen. Schwenke schnell beim Zielen des Rauchs, um einen weiteren Bogen abzudecken. Aha. Aha, okay, so einfach ist es. Alles klar. Habe ich verstanden. Muss man noch mal ein bisschen üben, glaube ich. Aber auf jeden Fall erstmal diesen Panzer wegmachen. Der hat Sicht auf mich, aber das macht, glaube ich, nichts. Genau, wir sind einfach stärker. Wir haben einfach hier den Mech. Und natürlich kann gegen einen Mech auch kein Panzer was ausrichten. Das ist natürlich logisch. Das sieht man natürlich immer wieder. Alle Geschosse übernehmen deinen Impuls. In Bewegungsrichtung feuerst du den Rauch weiter. Ah, das ist natürlich gut. Das ist natürlich schön. Sieht ganz schön geil aus. So, wir haben einmal eingenebelt die Gegner und können jetzt sie vernichten. Oh, jetzt kommen auch schon Mechs auf uns zu. Und ich muss noch ein bisschen besser zielen offensichtlich. Und wir haben da noch ein paar Gegner. Hier offensichtlich noch ein bisschen was. Einfach ein bisschen Mistvieh, was hier rumläuft. Alle eliminieren. Und gehen dann direkt weiter, würde ich sagen. So. Hier und ins Exit. Willkommen, Brigador. Und neue Errungenschaft. Auch nicht schlecht. 2 Millionen diesmal sogar. Und wir können in B1 gehen. Mit einem neuen Typen. Auf jeden Fall, ja. Hinweis, der vorige SNK-Kontaktmann wurde versetzt.
Aka Sink. Aufgrund ihrer Akte stehen sie unter Probeaufsicht. Sie werden für diesen Vertrag keine Munition erhalten. Laut unseren Berichten sind sie nicht vollkommen mit dem Kilgore vertraut. Weitere Anweisungen folgen, wenn nötig. Bender, Abteilung Informationswissenschaften, SNK. Alles klar. Oh, wir haben einen. Jetzt sieht es ein bisschen mehr nach Panzer aus, eigentlich, würde ich sagen, in diesem Teil. Also so. So ein Flak oder so? So ein bisschen sieht das aus wie ein Flak. Jetzt haben wir gar nicht das gelesen. Kann man es hier nochmal lesen? Ah, egal, wir spielen ja noch eine Mission, dann können wir uns das immer noch angucken. Oh ja, wir fahren jetzt auch auf dem Boden. Ich habe keine Munition, ja. Halte W und Leiter zum Sturmangriff, das erhöht den Rammschaden. Alles klar, wir rammen. Also wir haben also eine Ramme quasi. So, und können auch die Leute überfahren. Bams. Die blaue Leiste unter der Lebensanzeige gibt die Ladung des Sturmangriffes wieder. Bams, okay. Wir müssen also aufladen. Nutze den Sturmangriff, um die Tobruks Geschütztürme zu flankieren. Okay, dann müssen wir also hier durch. Aua. Und rattern einmal über die Menschen durch. Das hat jetzt auch ein paar tote Gegner. Ich glaube, das ist gar nicht so. In dem aktuellen Kontext ist es eigentlich nicht so schön, muss ich sagen, wie wir jetzt gerade über die Menschen drüber fahren. Aber gut, es ist ein Spiel. Wollen wir gar nicht so drüber reden. Rammen die Tollbrooks mit dem Sturmangriff. Okay. Hat nicht so gut funktioniert. Aber die können uns nicht. Die können mich offensichtlich nicht angreifen. Die können nicht in diesen Bereich schießen. Deswegen sind sie jetzt auch gestorben. Bitter. Kann ich hier Munition? Kriege ich hier Munition von diesen? Nein, offensichtlich nicht. Das ist auch bitter. Nutze deine optische Tarnung. Dann führe unentdeckt einen Sturmangriff aus. Optische Tarnung. Und unentdeckt einen Sturmangriff ausführen. Und einmal über die Leute fahren. Yes, sir. Oh Gott. Yay, nicht auf mich schießen. Sturmangriff, sehr gut. Einmal drüber gerollt. So, und wir sind durch mit der Mission. Sehr gut, sehr gut. Und es hat wieder 2 Millionen gegeben. If I had a tail. Ohne Munition durchgekommen. Und direkt die zweite hinten dran. Erwerben Sie Lore im Sink. Wir schicken Sie in ein Gebiet Letterats mit Munitionsdepots zur Munitionsaufnahme vor Ort. Bezirksteil von Loyola Opposition säubern. Nach Hartschildversorgung Ausschau halten. Erwerben Sie Lore im Katalog für nähere Details. Dann tun wir das doch mal. Wir gehen in den Katalog und Lore. Wir sollen Lore erwerben. Aber wo ist das denn jetzt? Wir haben 18 Millionen offensichtlich. Das heißt, wir können eigentlich ein bisschen einkaufen gehen. Behaupte ich einfach mal. Aber Lore? Vielleicht nicht bei Ausrüstung. Vielleicht hier bei Max. Hier ist der Zöllig. Lore. Wo bist du, Lore? Unter welcher Kategorie? Oder haben wir den Typen hier? Wir haben. Was? Heißt der Typ Lore oder. Was ist Lore? Offensichtlich nicht. Mission vielleicht erwerben. Der Erstschlag. Nee, auch nicht. Berichte. Ah, vielleicht müssen wir einen Bericht erwerben. Lore, 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 lore. Nee, hier nicht. Nicht, nicht, nicht. Ach, Lore. Alles klar. Mein Fehler. Manchmal stehe ich auch auf dem Schlauch, könnte man sagen. Aber so bei den Begriffen hier manchmal habe ich gerade gedacht. Hätte ich nicht gedacht, dass es um die Geschichte geht, sondern, ja, was auch immer. Aber was sollte ich erwerben? Hartschildversorgung. Hartschildversorgung? Ah, da. Technische Berichte, Hartschilde. Ich würde sagen, dann machen wir das, erwerben wir noch diesen Bericht. Anfordern. Hartschilde. Möchte gern Historiker lieben es darüber zu faseln, wie Hartschilde das moderne Kampfgeschehen revolutionierten. Alles Deppen. Oder zumindest Vorstand in ihrer Beurteilung. Schießpulver war eine Revolution, aber es hat Jahrhunderte gedauert, bis es Armbrüste und Trebuchets ersetzt hat. Panzer und Flugzeuge kamen Hand in Hand, haben aber auch fast 50 Jahre Kriegseinsatz gebraucht, um so richtig Gestalt anzunehmen. Hartschilde gibt's jetzt schon eine ganze Weile, aber hauptsächlich sind sie einfach eine Extraschicht Panzerung und Stromsauger.
einen Boxkampf ein paar Runden zu verlängern, ergibt keinen neuen Kampfsport. Aber höhere Überlebenschancen ändern schon ein paar Sachen. Halt den Rumpf intakt und man kann Einheiten viel schneller wieder in den Kampf bringen, einfach wieder Saft auf die Schilde geben. Durch den größeren Schutz gibt's ein paar richtig wilde, glauben sie sind unantastbar und gehen auf Tuchfühlung, wollen das Ozon beim Platzen des Feindschildes riechen. Nichts verheißt den Sieg mehr als dieser Geruch und das laute Knacken eines sterbenden Emitters. Die Messerkampfe und verlängerten Schusswechsel sorgen aber für noch größere Kollateralschäden. Ich habe selbst einmal gesehen, wie ein 105mm Geschoss von den Emittern einer Zitadelle abgeprallt und direkt in den Wohnblock gekracht ist, den sie beschützen sollte. Wie bei der meisten Errungenschaften der Militärtechnik kann man also nicht sagen, die Zivilisten kriegen auch nicht auch was davon ab. Vor allem bei mir nicht, weil ich halte auch auf die drauf. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder und ich bin raus, euer DVK.